Platz 63, IAA in Frankfurt. Porsche präsentiert den 911, Nachfolger des 356ers. Eigentlich sollte er 901 heißen, aber Peugeot hatte bereits die Rechte an dieser Nummernfolge. Schöpfer des großen Wurfs war Ferdinand Alexander Porsche, Enkel des Käferkonstrukteurs Ferry Porsche. Eine der Vorgaben war von Anfang an, es sollte die Silhouette des Autos für jeden erkennbar sein, dass es ein Porsche ist. Und es hieß ein Fließheck. Die niedrige Karosserie besitzt weiterhin die charakteristischen und fließenden Kotflügelkonturen, die den Betrachter an den 356 erinnern. Ferdinand Alexander Porsche schneidert ein unaufdringliches Sportlerdress von aufreizender und zugleich schlichter Raffinesse. Die designerischen Grundzüge sind bis heute unantastbar. Es ist für mich ganz wichtig, dass das Erscheinungsbild diese Fortsetzung der Technik wiedergibt und nicht eben ein modisches Äußeres. Auf bestenfalls 10 Jahre Laufzeit war Porsches Neujahr angedacht. Es sollte anders kommen. Das Erfolgsgeheimnis: wenig Verbrauch auch bei sportlicher Fahrweise, dazu höchste Fertigungsqualität und ein vorzügliches Image. Damit das gewonnene Vertrauen in die Unkaputtbarkeit eines Porsche erhalten bleibt, muss jedes Modell harte Prüfungen bestehen. Kein Porsche-Fahrer würde seinem Schätzchen sowas zumuten. Da bereitet allein das Zuschauen schon Schmerzen. Der Aufwand lohnt sich und der gute Ruf sorgt dafür, dass Elfer egal welchen Baujahres heiß begehrt sind und eine Menge Kies kosten. Der Mythos des Porsche 911 geht auch auf die Rennsporterfolge zurück. Unvergessen die beiden modifizierten 911 SC bei der berühmt-berüchtigten East African Safari Rally in den 70er Jahren. Auf unvorstellbar schlechten Straßen konnte der hinterradgetriebene Elfer mit Heckmotor dort seine bessere Traktion gegenüber herkömmlichen Konzepten ausspielen. Der Vorgänger des aktuellen Elfer sorgt mit den Geschwistern GT2, GT3, Carrera 4S, Targa, Cabrio und Turbo für eine große Vielfalt an Charakteren. Doch eines haben alle gemeinsam: die Wurzeln des ersten 911ers sind immer noch zu spüren. Genau wie im neuesten Zuffenhausener mit der internen Bezeichnung 997. Zusammen mit den noch folgenden Versionen können wir uns sicher sein, der neue wird wieder der stärkste Elfer aller Zeiten sein. Und der Mythos wird weiterlaufen.